Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter App. Wir haben in der letzten Folge ein Häuschen gebaut. Wir werden jetzt erstmal dieses Schild hier entfernen. Und es wird Zeit, dass wir so langsam... Hier, es liegt überall noch Schnee, ey. Es wird schon schmelzen irgendwann. Wir werden anfangen, Zimmer einzuteilen. Ich habe noch nichts gegessen, deswegen bin ich noch ein bisschen verwirrt. Ich warte jetzt gerade auf meine Pizza. Ich habe gedacht, ich warte jetzt auf meine Pizza und dann nehme ich auf. Aber nach einer Stunde ist er immer noch nicht da. Herzlich willkommen in Berlin, Leute. So ist das. So, jedenfalls. So, ich habe gespeist. Hat 20 Minuten gedauert. Ich weiß, dass ich die Aufnahme angelassen habe. So, wir wollten unsere Räume teilen, ne? Deadlines bleiben draußen. Da! Nein, zurück! Ah, da! Moment. Es muss schöner sein. Deadlines bleiben draußen. So. Ich brauche noch... Oh. Ich habe eine Idee. Wir machen hier ein Schild hin. Mit der Katze an der Leine. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ey, nicht heute. Das wird früher oder später kommen. Aber... Sieht ein bisschen aus wie ein Sessel. Ich sollte das jetzt schon mal vorbereiten. Gemeißeltes Holz? Oh Gott, ich hab... Oh Gott. Oh Gott, ich hab verkackt. Die sind nicht vollständig. Oh Leute. Oh Leute. Wo sind die denn nicht vollständig? Ja, der hier gut. Ah, da, gucke mal. Ach du Scheiße, ja, und da. Nee, den kennen wir ja schon. Hä? Ach Gott, ja gut, dann verleibe ich mir mal das ganze Material einfach ein. So. Und dann platziere ich das nochmal. Jetzt können wir sie abreißen. Es ist natürlich das einzige Problem, wenn man plötzlich irgendwie verkackt. Und dann so gemeißelte Sachen im Inventar hat. Ein bisschen unschön. So, wir teilen unsere Bude auf. Ich weiß noch nicht, wie. Aber das hier gefällt mir schon mal. Erstmal... Wir haben ja hier verdammt viel Platz, ne? Ich würde gerne erstmal so eine Art Flur hinzaubern. So. Zwei da und zwei da. So, das ist dann mein Flur. Da passt perfekt hier mit dem hier zusammen. Da kann man hier rein. Hier wird dann eine Wendeltreppe entstehen. Da hinten, ich habe übrigens einen Tunnel bis zum alten Dorf gebaut. Das heißt, alle, die jetzt noch, die jetzt dazukommen, die im letzten Jahr dabei waren, die können einfach durch den Tunnel laufen und sind dann direkt hier. Das habe ich einfach mal gestern Nacht gemacht, beziehungsweise als ich von der Nachtschicht wieder kam. Habe ich gedacht, ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Kann ich schon mal machen, ne? Und habe ich das gemacht, ne? So. Wir könnten den Flur hier noch erweitern. Und zwar so. Dann kommt der Teil hier nämlich weg. So. Dann haben wir nämlich hier so einen Flur, der geradeaus geht und der hier in die Seite geht. Und dann gehen wir hier in einen anderen Raum über. Wo hier eventuell so eine fette Couch stehen könnte. Ah, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Das kann sich ja alles immer noch ändern. So. Und dann muss ich quasi den Flur hier nochmal erweitern, ne? Ja. Wir machen einfach 50% des Hauses ist Flur. Das ist doch schon mal ganz gut.
So. 50% des Hauses ist Flur. Dann gehen wir hier rein. Und dann entsteht hier... Ja, okay, jetzt fehlt mir plötzlich Platz. Oder, nee, ich kann hier mein Aufnahme... Ich hätte ja gerne einen Raum, der realistisch meinem Aufnahmeraum gleicht. Damit ich quasi einmal meinen Aufnahmeraum replizieren kann. Das heißt, das hier wird Wohnzimmer mit einer, ja, Essnische. Ja. Hier ist ja mein Schlafzimmer. Gut, ja, perfekt. Dann gehen wir hier rüber. Und dann könnte ich hier mein Aufnahmeraum überdimensional machen. Wir brauchen noch ein Badezimmer. Am besten zwei. Wir haben ja so ein riesiges Haus, dass wir zwei Badezimmer machen können. Ja, das ist ja gar kein Problem. Ich brauche mehr Holz. Moment. Ich habe ja noch ein bisschen was hier drin. So, da haben wir was, da haben wir was. Ach, guck mal, hier haben wir noch gemeißelte Bits. Können wir direkt mal reinhauen. Was bist du? Du bist der Telle, ne? Der Telle. Oh, okay, das waren nicht wirklich viele. Aber jetzt sind die wenigstens weg. So. Was ich hier nicht alles habe, ey. Oh, wenn das alles nur sortiert wäre, das wäre schön. Da. Holz. Holz. Ist auch egal, welches Holz. Ich werde das eh überkleistern, deswegen müssen wir uns da keinen Stress machen. So. Oh, neues Rezept verfügbar. Nice. Okay. Ich würde sagen, machen wir erstmal die Wände soweit klar. Sieht natürlich alles noch ein bisschen schäbig aus. Was willst du machen? So. Aber das hat was eigentlich, ne? Ich glaube, diesen Stil werde ich übernehmen. Dunkel auf hell. Das gefällt mir gerade. So für den Flur meine ich allgemein. Was wir hier machen, weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall wieder irgendwie so ein fettes Poster. Vielleicht, jetzt habe ich ja eine größere Räumlichkeit. Vielleicht kann man das alles noch ein bisschen überdimensionaler machen. Wäre schon nice. So. Wände, Wände, Wände. Hier kommen sie. Übrigens bei der Wand oder beim Dach haben wir es eigentlich recht einfach. Weil ich nehme einfach das Dach von meinem alten Haus, beziehungsweise ich kopiere es einfach, ne? Also wird jetzt einfach nur eine Kopie sein, das heißt, es wird leichter werden für mich. So. Das ist der Flur. Ey, krass. So sieht der Flur auch bei uns zu Hause aus, außer dass hier die Haustür ist. Dann gehst du halt hier raus. Und dann hast du hier hinten so eine richtig stockdustere Ecke, wo kein Licht ist. Keine Ahnung, wer sich sowas ausgedacht hat. Und genau, dann geht's hier. Hier geht's ins Badezimmer. Vielleicht machen wir das Badezimmer einfach irgendwo, keine Ahnung, oben. Und dann geht's hier, hier ist eigentlich keine Tür in unserer Wohnung, sondern geht's hier vom Badezimmer, geht's hier direkt in die Stube. Hier wäre dann quasi die Stube. Hier ist dann Regis Aufnahmeplatz. Hier wäre dann die Küche. Und das hier existiert auch nicht. Vielleicht mache ich nächstes Jahr original meine Wohnung, weil bis nächstes Jahr ist sie endlich mal fertig. So, wie teilen wir das auf? Hier ist ja Panoramasicht, ne? Ja. Hier ist Panoramasicht. Dann sollte ab hier die Panoramasicht starten. Und die nächste Panoramasicht wäre dann hier hinter meinem Fenster, ne? Oder ich mache hier ein normales Fenster hin. Dann haben wir hier halt eine Panoramasicht. Und diese Ecke soll auch Panorama beinhalten, so wie die Sehe. Ja, das ist der Plan. Dann wollen wir uns mal ranhalten. So, wir gucken mal, was wir in meiner schönen Truhe noch haben. Halt, ich muss erstmal die Wände verkleinern, ne? Okay, Wände verkleinern. Und Türen setzen. Oh Gott, ich muss Türen setzen. Okay. Am besten erweitern wir den Flur. Das heißt, wir setzen die Türen immer in die Räume rein und nicht in den Flur. Das ist der Plan, alles klar. So, 6 Stück dürften reichen. So, oh Gott.
Was willst du denn da? Ah, bezieh dich, Junge. Willst du nichts zu suchen? Gott. Der wäre ziemlich platt gemacht. Ich mach mal am besten die Türe zu, ne? Ah. Oh. Gut, dann müssen wir die Türen hier entfernen. Und die Türen hier hinsetzen. Das mag ich eigentlich nicht. Es sei denn, ich mache hier irgendwie noch ein Willkommensschild hin. Oh, das geht. Das geht dann. Das ist kein Problem. So, die Türen sollen nämlich immer schön abschließen. Ja, genauso wie hier. Hier nehmen wir jetzt auch die Wände weg. Freuen uns dann Keks. So, damit hätten wir die Ecke beendet. Falls nötig, können wir noch hier ein bisschen Wand einreißen oder von der Innenseite. Wichtig ist hauptsächlich, dass die Tür hier schön abschließend ist. Das gefällt mir. Sehr schön. So. Eventuell das hier noch von der anderen Seite, damit wir das ein bisschen kleiner haben. Dann kommen wir zu dieser Wand hier. Der Flur. Den können wir eigentlich. Obwohl, wenn wir diese Wand hier in die Richtung verkleinern. Aber das können wir nicht machen. Nee, das können wir nicht machen. Es würde total blöd aussehen, wenn die Tür plötzlich genau an der Kante ist. Wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt diese Wand hier haben möchten. Auf welcher Seite wollen wir die verkleinern? Wenn wir auf diese Seite hier verkleinern, wirkt das alles zwar größer, aber es ist nicht mehr abschließend mit dem hier zusammen. Und das war eigentlich der Plan. Das heißt, wir machen das von innen. Alles gut. So, machen wir... Nee, andersrum. Andersrum. So. Und dann holen wir hier halt die Blöcke raus. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wie man die baut. Ich brauche einen Diamanten. Oh, habe ich. Ich brauche Holz, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, was ich brauche, bin ich ganz ehrlich. Oh Gott, was mache ich denn da? Ich weiß schon nicht mehr, wie Minecraft funktioniert. War das so? Ach, ich guck nach. Meine Güte, ey. Alles klar. Jetzt weiß ich's. Okay. So. Hatte ich das nicht schon versucht? Ich hätte schwören können, ich hätte das versucht. Okay. So. Weiter geht die Wahnsinnsfahrt. So, fetch. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir draußen überleben. Ich sollte mal eine Pizza essen. Ja, alles klar, hier ist ruhig. Was wir mit unseren Wänden machen, das nehmen wir mal mit hier.
Der levelt gerade. So. Alles klar, wir machen eine. Was machen wir überhaupt? Quarzblock? Weiß ich nicht. Roter Beton. Ja, rot und weiß habe ich in der alten Wohnung oder im alten Haus schon. Ich tendiere mehr zu braun. So. oder wir machen erstmal die Häuserfassade. Habe ich doch damit gemacht, ne? Ich glaube schon. Alles klar, ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und zwar nehmen wir erstmal den ganzen Block hier raus. Dann haben wir hier das Ding. Habe ich davon noch mehr? Wahrscheinlich drüben. So, und jetzt machen wir einfach Ebene und Replace. Und so können wir das Ganze einfach so hier drauf klatschen. Und so macht man dann seine Butze fertig. Da ist jetzt auch kein Holzklumpen mehr. Okay, wir müssen ein bisschen mehr platzieren. Zack, 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 zack. So. Nehmen wir mal die 6 Stück hier mit. Bitte was? Okay, es hat nicht gereicht, deswegen hat er es nicht ausgefüllt. Deswegen hat er es leer gemacht. Nein! Oh Gott. Ich wollte das hier drücken. So. Weiter geht's. Ich weiß nicht, aber so Steinziegel sind eigentlich perfekt für eine Winterlandschaft, weil es sieht halt auch wirklich dann, weiß nicht, so nach einem Winterhäuschen aus, nach gemütlich. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht, merke ich gerade. Ich habe mein Haus ja am Abgrund gebaut. Wie mache ich das jetzt, dass ich mein Haus von den anderen Seiten auch noch abwickeln kann? Ja, hilft alles nichts. Wir müssen eine Schneise hier raufbauen, Schneise. Eine Schneise zieht man eigentlich und das ist ein Loch. Wir müssen das so machen. Und dann später abbauen. Das kann ja noch was werden. Ups. So. Jetzt können wir die Seite hier fertig machen. Seht ihr, muss man sein Haus nicht irgendwie großartig umbauen. Man kann rein theoretisch, kannst du dein verdammtes Haus auch komplett... Ach, ich wollte ja Panorama machen, ne? Vielleicht sollten wir zuerst die Panoramasicht machen. Oh Gott, das dauert jetzt alles rückgängig zu machen. Jedenfalls. Wir sollten zuerst die Panoramasicht machen. Das heißt, wir brauchen Glas. Wir müssen uns also Glas organisieren. Das wird höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite sein. Bei meinem alten Haus. Ich denke nicht, dass ich hier Glas mitgenommen habe. Aber gut, wir bereiten schon mal die Panoramasicht vor. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass nicht komplett alles aus Glas sein wird, ne? Sondern einfach nur wirklich so ein Holzrand noch da ist, ne? Das heißt, so, circa die Hälfte, ja. Dann bauen wir in die Tiefe, oder das war vielleicht nicht so schlau. Ich muss hier ein paar Bits rausziehen. Ja, manchmal ist das so eine kleine Friemelarbeit. Aber ich kenne das ja schon von Photoshop, also ich bin diese nervige Arbeit ja gewohnt. Deswegen macht mir das auch nichts aus. So, jetzt haben wir da einen hübschen Holzbalken. Und den müssen wir jetzt eigentlich nur noch erweitern. So. Weiß nicht, wie viele Blöcke sind das hier? Wir können doch so die kleinen Blöckchen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Mann, bin ich gut, Alter. Ich lobe mich an dieser Stelle mal selber. Ich hab's verdient. Wir guten Glück haben. Hallo? Füttere mich mit deinem Lieblingsessen, um schlafen zu gehen.
Das ist ein Haustier, das habe ich nur eingefügt. Ich habe noch keine Haustiere, weil ich momentan erstmal mit meinem Haus beschäftigt bin. Es geht erstmal vor. So, 6, ne? Gucken wir mal kurz. Okay, das ist schwer zu zählen von hier aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, es ist wirklich schwer. Ich rate jetzt einfach mal, dass das 6 ist. Sag mal, verzieh dich, Junge, ich mach dich kaputt. Der drängt er mich zur Seite. So. Das ist hier übrigens Absicht, dass das hier ein bisschen breiter ist. Obwohl, ein Stück können wir noch. So. Perfekt. Das soll nämlich so eine kleine Stufe darstellen. Und hier wird dünn gemacht. Ach, mit dem Bettpad kann man auch alleine schlafen. Oh, cool. Cool. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen Zeug loswerden. So. Jetzt können wir weitermachen. Ich muss mein Zeug hier loswerden. Ich brauche mehr Taschen. Ich glaube, Deadline hat ein bisschen Langeweile. Der wartet wahrscheinlich auf Lord Huntington. Der wird Baxi momentan noch Destiny zockt. So. Ja, du bist reingekommen. Herzlichen Glückwunsch. Snoozefest? Ach so. Lol. Erschaffe lebendigen Bett. 2 Minuten. Ah. Der Lufteingang. Und dem gibt man dann Essen und der lässt sich dann schlafen. Das ist cool. So, jetzt müssen wir natürlich wieder auf 6 runtergehen. Machen wir das erstmal so flach, wie es geht. So. Und dann, es sieht schon echt cool aus, jetzt schon, ne? Respekt an mich. Dann 6, ne? Gucken wir mal kurz nach. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Bis zu dieser Lücke müssen wir kommen. Ihr müsst sie im Blick behalten. Zack. Sehr schön. Schon haben wir das erste Panoramafenster fertig. Auch wenn Deadline es jetzt momentan noch als Eingang benutzt. Huch! Das sollte hier aber nicht sein. Aber ich nutze es noch für den Moment. Ich muss ja eh meine Wand fertig machen. Ja, Bullshit. Tschüss. War schön mit dir. Kleiner Block. So, für den Anfang ist es ja gar nicht mal so schlecht, dass wir hier noch eine kleine Bande haben. So, muss alles natürlich später dann weg. Ich bin echt gespannt, wie das am Ende so wird. Okay, das hier wird ja was ganz anderes. Hier, das hier in der Ecke, habe ich mir gedacht, wird eine riesige Zuckerstange, die dann von gar ganz unten nach oben zu mir führt. Mit einem, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, runden Aufstieg. Das heißt ein, wie nennt sich das nochmal? Ich hatte es vorhin noch im Kopf. Wow. So, das brauche ich. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst schon, so eine Treppe, die halt rund ist. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Eine runde Treppe. Oh, Rundell, keine Ahnung. Ich glaube, Rundell ist noch was anderes. So. Damit haben wir unser Haus eingereimt. Eingerahmt. Mein Gott. Deutsch ist echt schon schwer. Okay. Aber hier kommt dann doch so ein fettes Schild hin mit Deadlines bleiben draußen und so. Es wird schon was Feines. So. Gut, das dazu. Ah, guck mal. Das ist echt nice. Da geht echt der Mond auf. Man kann das von hier aus sehen.
Und wisst ihr, was da sowieso alle da hinten bauen, würde ich sagen, wird die nächste Stadt dann einfach hier sein. So mitten im Walde. Dass wir darauf hinabgucken können. Das wäre bestimmt echt geil. Kann ich mir gut vorstellen. Das sieht auch geil aus, ne? Heilige Scheiße. Na gut. So. Jetzt kommt hier der Spaß. Ab hier soll es gehen, bis da hinten hin. Hier vielleicht noch eine Stütze. Muss man erstmal drauf klarkommen. Also ich würde sagen, erstmal kommt hier die Wand natürlich weg. Wie gehabt. Der hier in der Ecke bleibt stehen für die Stütze. So. Und dann haben wir halt einen Rundumblick auf alles. Und da hinten baut jemand. Ich weiß nicht, was das ist. Wie konnte man nochmal zoomen? Y? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil da hinten seht ihr so eine kleine Brücke. Da baut jemand. Ich habe da auch ein Bett gesehen. Deadline und so weiter sind da hinten. Und ich weiß nicht, wo der Rest ist. Muss man noch herausfinden. Jetzt momentan bei der Nachtschicht ist es aber schwer, alles herauszufinden. So, 6, ja. Hä? Hallo? Valley? Reicht das nicht bis da oben hin? Bullshit. Das ist denn Kacke. Machen wir es anders. Wir nehmen einfach die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So geht's auch. Kein Stress. Eigentlich kann ich das... Eigentlich wäre das schlauer, es genau so zu machen. Als alles abzubauen, einfach alles hinzutun. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Lol. Guck mal. Ist auch viel einfacher. Jetzt würde ich natürlich noch einfach machen können und direkt weniger machen können, aber gut. Uah, das wollte ich nicht. So, Haus ist wieder dicht. So. War das ein Zweier oder war es ein Dreier? Wie viele Pixel hatten wir? Nicht, dass ich so wüsste. Zwei, okay. Dann haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Und hier entsteht quasi ein Stützpfeiler. Wir brauchen drei in jede Richtung dann, ne? Das heißt, quasi baue ich die jetzt mal ab. So, obwohl... Nee, hier in der Ecke ist es definitiv leichter, wenn wir es so machen. Hat's halt eine andere Farbe, mein Gott. Ist halt so. So. Oh Gott, jetzt habe ich was im Auge. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unproportional, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, hier ist dann der Stützpfeiler. Das heißt, wir brauchen noch mal ganz kurz den hier. So, perfekt. Dann machen wir hier natürlich genau das Gleiche. Das können wir eigentlich direkt ein bisschen pixeln. So, 3, 4, 5, 6. So. Dann gehen wir 5 in die Höhe. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schließen wir das Ganze ab. So. Jetzt gehen wir hier nur noch runter, wobei wir sollten... hier direkt auch mal weitermachen. Genau. Das ist eine scheiß Augenbraue, die hier gezielt. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So, und dann 5 nach oben. Nein, 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 so nicht. 1, 2, 3, 4. Wie Deadline einfach die ganze Zeit durch die Gegend fliegt, ey. Keine Ahnung, was der da macht. Ich habe das Gefühl, er kommt nicht voran mit seiner Butze. Oder vielleicht hat er einfach alleine keine Lust. So, jetzt kommt der Clou mit dem ganzen Gedöns hier. Und zwar gehen wir hier einfach rein. Bis zum Punkt. Fertig. Ah, da sehen wir es. Da ist einer zu viel. Ha! Jetzt haben wir es perfekt, Leute. Jetzt haben wir es perfekt. So, da haben wir die Panorama-Aussicht. Das heißt aber auch, wir müssen dann im Endeffekt hier nochmal die Wand wegnehmen. Einfach damit alles passt. Ich will jetzt hier nicht komplett Panorama machen. Soll wirklich nur diese Ecke sein. Hier soll so eine kleine Chillout-Area sein. Vielleicht sogar mit einer Tür. Weil der Rasen kann dann hier bleiben. Dann machen wir so eine Art Balkon, Terrasse raus. Weiß es nicht. Vielleicht hier noch hoch. Ich hab das vergessen. 9. Shit. Das ist nicht gut, Freunde. Das müssen wir kurz klären. 3, 4, 5, 6. Shit, shit, shit. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch ein großes Panorama. Und zwar hier in der Stube. Aber ich glaube, das werden wir dann uns morgen vornehmen. Und bis dahin werde ich mir was anderes überlegen, weil ich will jetzt nicht dreimal oder beziehungsweise, ja, ich habe jetzt ein Panoramafenster, ein anderes, was wieder anders ist. Und jetzt sollte das vielleicht nochmal anders sein. Vielleicht mit einem Kippfenster oder so, mit einem offenen Fenster sozusagen. Schauen wir mal nach, weil hier entsteht ja die Stube, die sollte ja so das Highlight des Ganzen sein. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Haut rein. Ciao.